Wir wenden uns mal den Themen der optischen Biometrie, Intraokularlinsenkalkulation, natürlich auch der Tomographie zu, für die das Gerät ursprünglich ja auch entwickelt wurde, weil der Terminus AXL steht im Prinzip dafür, dass die Pentacam jetzt auch sozusagen Achslängen im Auge messen kann, und zwar auf optischem Weg. Das sind unsere finanziellen Interessen, haben Sie schon gesehen. Biometrie, klar, das kennen Sie alle, wenn Sie ein Auge biometrisch vermessen wollen, um letztlich mit dem Ziel, die richtige Intraokularlinse für Ihren Patienten zu finden, brauchen Sie natürlich verschiedene Messgrößen, die Augenlänge, Hornhautradien, Vorderkammertiefe. Und da gibt es natürlich eine ganze Menge an Berechnungsformeln, die diese Werte verstoffwechseln und Ihnen dann letztlich den möglichst exakten Wert für das Intraokularlinsenimplantat auswerfen. Gehen wir mal ein bisschen kurz in die Physik. Wir haben zum Beispiel die Angabe der kornealen Radien in Millimeter und die Brechkraft in Dioptrien. Man kann das Ganze umrechnen, aber Sie sehen, hier ist ein kleiner Faktor n. Und das ist der refraktive Index, den man hier zugrunde legt für diese Formel, damit die Formel überhaupt Gültigkeit hat. Warum sage ich das? Kann ja mal passieren, dass man mit einem Gerät Keratometriedaten erhebt und mit dem anderen Gerät eine Achslänge misst. Warum das mit der Achslänge keine Schwierigkeit ist, ist einleuchtend. Gebe ich aber von einem Gerät, was auf Dioptrien kalibriert ist, Werte ein von einem Gerät, was auf korneale Radien abgestimmt ist, kann es durchaus sein, dass die einen unterschiedlichen Faktor n verwenden. Wenn Sie sich hier mal anschauen, beim kornealen Radius von 7,2 mm, was da bei dem kleinen Nachkomma veränderten dritter Stelle, ja, im Tausendstel, auf einmal hier eine Dioptrie mehr rauskommt an Brechkraft, ist nachvollziehbar, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen sollte. Das behalten Sie bitte noch in Erinnerung für die letzten paar Folien, weil da haben wir nämlich mal das gemacht, dass wir den neuen IOL Master 700 gegenüber der Pentacam AXL mal richtig sauber gegenübergestellt haben und mit jeweils drei vergleichenden Messungen mal korreliert haben, mal zu gucken, wo liegen wir denn überhaupt. Also Sie sehen, man kann nicht sozusagen von einem Gerät aufs andere direkt die Daten übertragen. Das ist eine ganz wichtige Message, nicht nur für Studienzwecke, sondern auch für den klinischen Alltag ganz wichtig. Herr Heiges hat es auch publiziert, und dafür sind wir ihm auch sehr dankbar. Das heißt, bevor wir eine Biometrie machen, ist klar, Kontaktlinse muss auf jeden Fall raus, nicht nur für die Messung, sondern grundsätzlich schon besser 2 bis 4 Wochen vorher, damit nicht nur der Tränenfilm stabil ist, sondern damit sich die Epithelzellen schon ein bisschen wieder restrukturiert haben. Heidelberger Arbeitsgruppe hat es schon mal publiziert, was zum Beispiel die Ablanationstonometrie auf die Präzision der Biometrie, die man danach ausführt, für Einflüsse haben kann. Das heißt also, bevor Sie das Auge berühren, berühren Sie es überhaupt nicht, sondern messen erstmal. Das ist das ganz Wichtige. Das heißt also, bevor Sie Augentropfen applizieren, erstmal die Leute vors Gerät setzen, egal ob IOL Master oder Pentacam, und da die Achslängenmessung und die Keratometrie machen, bevor Sie weitere Schritte in der Diagnostik vornehmen. Die optische Biometrie hat sich durchgesetzt, das sind alles Dinge, die wir kennen. Wir arbeiten es jetzt mal so schrittweise durch, was die Scheinflugaufnahme von der Pentacam uns alles so letztlich bietet, was wir dann auf dem Weg für die Vorderabschnittsanalyse, aber auch für die Intraokularlinsenberechnung brauchen. Das heißt Scheinflugbilder, also Bilder vom vorderen Augenabschnitt, von der Hornhautvorderfläche über die Hornhautrückfläche, Vorderkammer, Linsenvorder- und Linsenrückfläche, werden uns sozusagen innerhalb von 1,5 Sekunden gemessen, 360 Grad. Wir haben als Referenzpunkt für die Aufnahmen den purkinischen Reflex erster Ordnung, das heißt der korneale Vertex wird zugrunde gelegt, und damit das Ganze auch wirklich im Zentrum passiert, haben wir eine Pupillenkamera, die während der Scan läuft sozusagen die Augenbewegungen mit sozusagen aufnimmt, und da in der Software werden diese Augenbewegungen wie beim Eye-Tracker auch herausgerechnet. Das Ganze ist eine Softwarekorrektur, das heißt also, nur wenn das Gerät wirklich im Quality Scale okay gibt, berechnet das Gerät letztlich auch eine Vorderabschnittsanalyse. Das heißt, es kann sein, wenn Sie den Algorithmus durchziehen, Sie machen erst die Achslängenmessung und danach machen Sie die Vorderabschnittsanalyse und der Patient hat sich zu stark bewegt. Kann sein, Sie kriegen eine Achslängenmessung ausgeworfen, aber er sagt Ihnen, nein, ich bilde Ihnen keine, aus den Daten, die wir haben, keinen Datensatz für die Berechnung des Vorderabschnitts, müssen Sie den Part wiederholen. Das ist ganz wichtig, das heißt also, das 3D-Modell wird nur dann generiert, wenn wirklich auch die Software damit einverstanden ist, dass die Messwerte valide erhoben worden sind. So sieht das Ganze schematisch aus, das heißt also, die Kamera dreht sich 360 Grad und macht damit sozusagen die ganzen Schnitte. Sie sehen auch hier schon aus der Bildüberlagerung, haben wir hier bei den Pentacam-Aufnahmen im Vergleich zum Placido-gestützten Topografiesystem, was meine Frau gerade erklärt hat, die höchste Datendichte im Zentrum. Das heißt also, hier im Bereich der Pupillenmitte haben wir die höchste Datendichte. Im Vergleich zur Peripherie wird es weniger, weil da gibt es natürlich dann auch Stellen, die extrapoliert werden. So sieht das Ganze aus, wenn wir uns das Übersichtsdisplay anschauen von der Pentacam. Das heißt, links oben haben Sie immer das Kamerabild, also das die Schwarz-Weiß-Aufnahme und den Scan, der hier rot hinterlegt ist, angezeigt. Sie sehen die Scheinflugaufnahme von Hornhautvorder- und Rückfläche mit automatischer Kantenerkennung. Hier unten das 3D-Modell, das hier so aufgeschnittenes Auge mit Vorderrückfläche der Hornhaut, Vorderfläche der Linse und Rückfläche der Linse, hier natürlich auf die Pupillengröße bezeichnet.
dann Ihnen auswirft. Und je nachdem, welche Karte Sie ausgewählt haben, Sie können hier verschiedene Karten, ob das die Hornhautdicke beispielsweise oder die Keratometriewerte angezeigt werden sollen, im ersten Display können Sie hier frei wählen. Das heißt, hier haben Sie die Vorderkammeranalyse, die Parimetrie und die klassischen K-Werte angezeigt. Wir wollen heute nicht über alles reden, was die Pentacam macht, sondern wir haben zwei wesentliche Punkte uns rausgesucht. Zum einen mal die Kataraktchirurgie in der Intraokularlinsenberechnung, vor allem Messung der Achslänge und die IOL-Auswahl, wie das Ganze zustande kommt. Und dann auch refraktive Chirurgie in Hornhautanalyse, da gehe ich so ein bisschen auf die Sachen ein, was wir sozusagen auch in dem Bereich für die Kataraktchirurgie vorher ausschließen sollten, damit wir da nicht ins offene Messer laufen, wenn unser Patient beispielsweise Astigmatismen höherer Werte gemessen hat oder bei dem gemessen wurden und wir vielleicht der Meinung sind, das könnte vielleicht auch mit der Hornhaut zu tun haben und nicht nur von der Linse kommen. Wir haben in Heidelberg eine ganz elegante Messstrecke, das heißt, es fängt an mit dem Keratographen, dann haben wir die Pentacam AXL, dann noch das Corvis und zum Schluss noch das Binoptometer, also da kann man den Patienten und auch die MFA, die es macht, oder den Assistenten ganz gut beschäftigen. Aber alles in einem Raum hat schon seine Vorteile. Die IOL Master 700 steht in der nächsten Tür, das heißt, der Patient wird dann nur rübergesetzt. So viel zum Versuchsaufbau. Aber das ist so grundsätzlich das, was die Pentacam AXL letztlich auch macht. Das heißt, wir haben auch eine Intraokularlinsen-Datenbank in der Software integriert, wo alle Intraokularlinsen, die auf dem Markt sind, hinterlegt sind. Das heißt, wir können damit auch die Konstantenoptimierung machen. Wir können auch, das komme ich später nochmal dazu, den chirurgisch indizierten Astigmatismus in die eigene Konstantenoptimierung mit einpflegen. Das Ganze ist netzwerkfähig und mit der Softwareversion und jüngeren Versionen sind wir noch schneller. Und das ist vor allem ein ganz wichtiger Punkt, wenn es jetzt um die Messung von sehr dichten Linsen geht. Wir arbeiten ja, wie gesagt, im Bereich der optischen Biometrie. So sieht das Ganze aus. Also links im Fenster, im Biometriemodus sehen Sie das Schwarz-Weiß-Bild hier, das Bild der Infrarotkamera im rotfreien Licht. Und das Messfenster hier in der Mitte habe ich Ihnen nochmal vergrößert. Sie sehen hier die Ergebnisse der Achsenlängenmessung angezeigt und durch einen intelligenten Algorithmus, der entsprechend so programmiert wurde, sucht Ihnen der Rechner schon, da brauchen Sie gar nichts händisch tun, genau die Messung raus, die die richtige Achsenlänge darstellt, also hier in dem Fall die 23,617 mm, also Sie sehen, da geht es bis auf drei Nachkommastellen an. Hier ist ein ganz wichtiger Punkt, Quality Scale okay, das heißt, die Messwerte sind als valide eingestuft und auch etwas ganz Interessantes, wenn Sie auf das kleine gelbe Feld klicken, dann kriegen Sie immer erklärt, was in dem Feld davor steht. Das gilt für alle kleinen gelben Ecken, die Sie in den Oberflächen der Pentacam finden, wo Sie reinklicken können, bekommen Sie immer Zusatzinformationen oder wenn Fragen entstehen. Gehen wir mal ein bisschen mehr in den Bereich dichte Katarakt. Wenn man hier ein bisschen dunkler macht im Raum, sieht man, dass hier im Prinzip eine braune Linse mit flacher Vorderkammer in der Spaltlampenmikroskopie zu sehen ist. Und auch hier sehen Sie hier eine ganz große Streuung von 21,7 bis 24 oder sogar 33,6. Aber wie gesagt, dieser intelligente Algorithmus hat genau die Achsenlänge rausgefunden, wo alles passt. Und wie gesagt, das ist das Baujahr von dem Patienten. Und das ist so das Ergebnis, was Sie vom klassischen A-Scan her auch kennen, was er auswirft. Das linke Auge konnte man bei dem Patienten leider nicht verwerten. Es war ein pseudophages Auge mit einer Vorderkammerlinse, hat eine ähnlich braune Linse gehabt, die dann im Prinzip aphagisiert wurde und mit einer Vorderkammerlinse vor 15 Jahren versorgt wurde. Und das Ergebnis von dem Auge, was wir gerade gemessen haben, hat nach 6 Wochen postoperativen unkorrigierten Fernvisus gehabt mit der subjektiven Refraktion, die ziemlich nah bei Null liegt. Also da muss man schon sagen, Hut ab, bei so dichten Kernen ist das schon eine gute Leistung, da noch optisch zu messen. Aber Sie sehen, es geht, die optimierte Software macht es möglich. Gehen wir mal so ein bisschen durch, was man bei der Kataraktvoruntersuchung so abklären sollte. Und der erste Blick ist eigentlich einer, der Sie erst mal wo etwas Neues sitzt. Viele von Ihnen werden diese Folie gar nicht kennen. Wer hat das schon mal gesehen, den Fast Screening Report? Wer nutzt den regelmäßig? So ziemlich die erste Folie. Ich gucke mir nicht die Übersicht an, ich gucke mir die Folie an. Weil danach weiß ich nämlich genau, welche anderen Folien ich mir angucken soll von der Pentacam. Das ist nämlich das Schöne dabei. Das ist sowas, ja, so eine Hidden Information, aber wir machen sie publik. Sie sehen nämlich hier zum Beispiel für den Kammerwinkel, anhand der Gaussverteilung, die grüne Kurve zeigt immer so die Normalverteilung der Population, die rote so die Pathologie und den schwarzen Strich, das entspricht der Messung von Ihrem Patienten. Das heißt, der liegt hier schon ziemlich außerhalb, also eine recht flache Vorderkammer. Dann hier zum Beispiel die Vorderkammertiefe ist hier auch pathologisch. Und Sie kriegen auch noch viel mehr Informationen. Auch wenn Sie in die einzelnen Felder reinklicken, kriegen Sie auch immer entsprechende Literaturverweise. Und hier oben zeigt er Ihnen an, welche Karte Sie am nächsten sozusagen sinnvollerweise aufrufen, um das, was hier als pathologisch eingestuft wurde, auch dann in den Aufnahmen verifizieren zu können. Auch hier unten die
Keratokonus-Klassifikation nach Berlin-Ambrosio oder auch hier zum Beispiel der Dichtegrad der Linse. Das sehen Sie, das Pentacam-Nucleus-Staging spielt hier überhaupt keine Rolle, ist also eine klare Linse bei dem Patienten, den wir mal aus didaktischen Gründen Ihnen hier gezeigt haben, mit den sehr stark abweichenden Werten in dem Bereich. Hornhautanalyse nach Berlin-Ambrosio ist ganz klar, wenn Sie sich nur auf die Topografie verlassen, hier zum Beispiel die Hornhautvorderfläche, würden Sie mir zustimmen, sieht alles grün aus. Gucken Sie die Hornhautrückfläche an, sieht nicht mehr so schön aus. Und die Kenner von Ihnen haben schon längst auf die Kurven geguckt und haben sich mal angeschaut, wie sieht denn überhaupt die Parametrie von der Hornhaut aus. Und wenn Sie hier unten schauen, das Ganze ist auch noch mit Literatur hinterlegt, dann haben die Kenner von Ihnen schon die Diagnose gestellt, das ist eine typische Rückflächenform Frustkeratokonus, den Sie über die vordere Topografie überhaupt nicht erkennen würden. Also das ist sowas, was man mit Sicherheit ausschließen sollte, bevor man darüber nachdenkt, da auch einen Astigmatismus oder irgendwelche anderen Dinge zu korrigieren. Das ist ganz wichtig, also die Berlin-Ambrosio Analyse sollte man auf jeden Fall aufrufen. Korneale Densitometrie ist ein auch ganz wichtiges Tool. Das heißt, Sie können gerade auch bei Patienten mit Endothelveränderungen, Endothelpathologien sehr schön sich diese Sachen auch da auch quantitativ darstellen. Das heißt also, die Wassereinlagerung in der Hornhaut auch hier in der Übersichtskarte sich anzeigen lassen, auch den Schwellungsgrad. Das ist ganz gut. Oder was wir bei vielen Patienten, die gerade für einen refraktiven Linsenaustausch anstehen oder jüngere Patienten, die vergessen haben, dass sie vor 20 Jahren schon mal eine LASIK oder eine PRK hatten und Sie sehen die vielleicht flüchtig an der Spaltlampe, auch solche Sachen fallen Ihnen automatisch auf, weil das wird auch hier sehr schön detektiert. Sie sehen sofort an der Verteilung der Messwerte, dass hier was nicht stimmen kann. Also hier muss jemand schon an der Hornhaut gehobelt haben. Wenn Sie das anschauen, also das hilft Ihnen mit Sicherheit auch dann letztlich auch für den Patienten, was die Kalkulation angeht, die richtige Formel zu wählen. Pentacam-Nucleus-Staging, das ist etwas, was wir vielleicht auch in naher oder ferner Zukunft brauchen würden, wenn es darum geht, zu beweisen, dass der Patient auch eine Katarakt hatte, die wir operiert haben. Wenn dann irgendjemand sagt, ja, das war ja eine klare Linse, die Sie da ausgebaut haben, und Sie können dann auch quantifizieren, können sagen, nee, ist nicht. Wir können es hier tatsächlich beweisen, also hier objektiv, nicht nur nach dem althergebrachten Spaltlampenbefunden, wie nach der LOCS-Klassifikation, wie dicht der Kern und die Rinde ist, Sie können es hier tatsächlich quantifizieren und das ist ganz hilfreich. Damit können Sie Ihrem Patienten aber auch sehr schön in der Übersichtsaufnahme zeigen, wenn hier beispielsweise Wasserspalten sind, dann versteht der Patient auch sofort, die Trübung ist wirklich auch für den Visus relevant. Auch wenn der Visus noch recht gut ist, erklärt das natürlich auch viele optischen Phänomene bei unterschiedlichen Pupillengrößen. Gehen wir nochmal so ein bisschen in die Richtung, wie wähle ich sinnvollerweise eine Intraokularlinse für meinen Patienten aus? Weil das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Schritt. Man muss nicht bei jedem Patienten an alles denken, aber wenn man von vornherein schon verschiedene Kriterien zugrunde legt, kann man sich das Leben auch einfacher machen. Der Herr Professor Maeda ist da ähnlicher Meinung. Der hat nämlich da schon vor 7 Jahren etwas publiziert, was eigentlich ein sehr schöner Algorithmus ist, nämlich so ein 4-stufiges Verfahren. Wie komme ich zur geeigneten Premium-Intraokularlinse? Sprich, was schließe ich sozusagen in der Reihenfolge aus, um zu schauen, ist der Patient geeignet für eine multifokale Intraokularlinse? Ist da irgendwas schon mal, was LASIK anging? Oder muss ich ein Raytracing-Verfahren nehmen, um die Hornhautvorderfläche überhaupt berücksichtigen zu können? Muss ich die Diskussion über eine asphärische Linse führen? Oder braucht der Patient eine torische Linse? Oder ist es tatsächlich nur ein lindogener Astigmatismus, der nach der Kataraktchirurgie verschwindet? Das heißt, das sind so die 4 Schritte zum Erfolg, gehen wir sie mal der Reihe nach durch. Das heißt also, wenn Sie zum Beispiel den Pentacam-Scan gemacht haben und gucken sich den Patienten erstmal hier auf der Karte an, bevor Sie ihn tatsächlich vor sich sehen und Sie sehen, okay, die Higher Order Aberrations in der 4-mm-Zone liegen unter 0,3 μ. Das heißt, wäre der Patient grundsätzlich mal für eine multifokale Linse geeignet? Liegt er höher, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er photische Phänomene hat, sehr hoch, also über 0,3 μ würden wir nicht empfehlen, eine Multifokallinse überhaupt zu diskutieren. Das heißt, das können Sie dem Patienten von vornherein mitgeben, wenn da die Messwerte nicht passen, können Sie sagen, Multifokallinse kommt aus dem Grund für Sie nicht in Frage, weil Sie jemand wären, der die ganzen sozusagen negativen Auswirkungen zu tragen hätte. Das heißt, damit können Sie schon mal vorselektieren. Das Gleiche geht zum Beispiel auch darum, habe ich einen Keratokonus, reguläre Topografie vor der Rückfläche, ist klar, regulärer Astigmatismus, kann man schauen, ist da grundsätzlich auch eine torische Intraokularlinse möglich bei den Patienten. Schauen Sie sich die gesamten sphärischen Aberrationen an, wenn es zum Beispiel darum geht, aberrationsfrei Intraokularlinsen zu wählen oder eine aberrationskorrigierende Linse, wie eine Linse wie die Technis zum Beispiel einzusetzen oder die SN60 von Icon, können Sie auch hier schauen nach Zernike 4.0, also sphärische Aberrationen liegen bei 0,1 μ. Das heißt also in dem Fall braucht man sich da keine Gedanken zu machen. Das heißt, da wäre so eine Linse fehl am Platz, da würden Sie im Prinzip mit einer ganz normalen sphärischen Linse
eine bessere Abbildungsqualität bekommen. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel von der Firma Icon, auch für die haben wir, von der Firma Johnson & Johnson. Wir haben kein finanzielles Interesse dabei, nur um mal zu verdeutlichen, was es ausmachen kann, wenn man die sphärischen Aberrationen der Hornhaut suffizient korrigiert, wie es 2020, aber die Sehqualität ist hier natürlich eindeutig besser als mit einer normalen sphärischen Linse. Schaut man sich das Kataraktpräoperationsdisplay nochmal genau an, was den kornealen Astigmatismus angeht, und da wird man auch noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, sehen Sie hier ganz normal die Darstellung der simulierten Keratometriewerte, also 7K-Werte. Gibt einen Astigmatismus von 1,4 Dioptrien an. Total Corneal Refractive Power rechnet Ihnen auch noch den Rückflächenastigmatismus mit ein. Und Sie sehen, hier ist die Differenz zwischen Vorder- und Rückfläche keine. Das heißt also, wir haben hier 0. Das heißt, Vorder- und Rückfläche geben den gleichen Wert an. Also der Gesamtastigmatismus liegt hier, wie wir ihn im Bereich der 4 mm Zone dann vorfinden, bei 1,3 Dioptrien. Also in dem Fall wäre zum Beispiel die Überlegung, bei dem kornealen Astigmatismus über eine torische Intraokularlinse nachzudenken. Und dann kann man das zum Beispiel auch mit den normalen Kalkulationsformeln der Hersteller ganz auf einfachem Weg berechnen. So sieht das Ganze nochmal aus. Entschuldigung, gehen wir nochmal zurück. Wenn beispielsweise die Vorderfläche 0,9 Dioptrien Astigmatismus aufweist, aber der Total Corneal Refractive Power, also die Rückfläche, sogar 0,7 Dioptrien Unterschied zeigt, würden Sie da gewaltig falsch liegen, wenn Sie sagen würden, na gut, eine Dioptrie korrigiere ich nicht, hinterher kommt der postoperativ mit 1,6 Dioptrien raus, der Patient ist unzufrieden. Das kann also schon Visus von 0,5 oder schlechter ausmachen, wenn Sie das jetzt nicht adressieren. Also das sind solche Dinge, wichtige Informationen. Da haben sich auch schon Leute vor uns wesentliche Gedanken darüber gemacht, warum es denn wichtig ist, die Hornhautrückfläche mit einzubeziehen. Übrigens, IOL Master 700 macht es jetzt auch, im OCT-Scan wird die Rückfläche jetzt auch sozusagen damit eingeflossen in die Berechnung, von daher sind die Ergebnisse noch akkurater. Wir wissen also, zwar 10% der Augen hatten mehr als eine Dioptrie Astigmatismus. Das wären also alles Kandidaten für eine torische IOL, aber die hatten eine Differenz in der Höhe, was die Vorder- und Rückfläche anging. Oder eine Differenz in der Achse von ungefähr 10 Grad. Und 10 Grad heißt ja schon ein Drittel Verlust der Wirksamkeit, wenn ich Off-Axis implantiere. Das heißt also, das ist ein klares Argument. Und mein früherer Chef und unsere Arbeitsgruppe hat da sich auch mal die Mühe gemacht, 3818 Augen genau zu analysieren, was denn sozusagen der Unterschied ist. Das heißt also zwischen Vorder- und Rückfläche gemessen. Und da kommt Folgendes bei raus. Das heißt also, im Mittelwert sieht immer alles schön aus. Unterschied zwischen 7K und Gesamtastigmatismus der Hornhaut, Vorder- und Rückfläche. Liegen wir 0,2 Dioptrien Unterschied. Nur sagen, ja, so what? Aber gehen Sie mal ins Detail. Immerhin 2,2% der Augen haben mehr als 0,5 Dioptrien Abweichung. Ja, 2 von 100 ist schon eine ganze Menge. Also 2 unzufriedene Patienten. Jo, woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass der Vorderflächenastigmatismus mit der Regel, with the rule, in 97% auch auf der Rückfläche mit der Regel sozusagen verläuft. Das heißt also, habe ich einen mit der Regel-Astigmatismus auf der Vorderfläche, ist der mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf der Rückfläche genauso. Das Ganze wird schon ein bisschen weniger, wenn ich einen schrägen Astigmatismus zwischen 30 bis 60 oder 120 bis 150 Grad Achslage nehme. Von der Vorderfläche gerechnet bin ich immer nur noch in 80% soweit, aber in 18% ist der Astigmatismus der Rückfläche oblik und hat nicht die gleiche Achse wie in der Vorderfläche. Und gehen Sie jetzt auf den Against-the-Rule-Astigmatismus, von der Vorderfläche liegen Sie nur noch bei 60%, sozusagen in dem Bereich, wo die Trefferquote von Vorder- und Rückfläche gleich sind und der Rest weicht ab. Also Sie sehen, es ist ein klares Argument zu sagen, Vorder- und Rückfläche können wir nur als sozusagen als einen Messwert vernünftig beurteilen. Gehen wir nur auf die Vorderfläche, haben wir die Wahrscheinlichkeit, stärkere Fehler zu machen und damit auch mit der Intraokularlinsenkalkulation abzuweichen. Das sind so die Intraokularlinsen-Kalkulationsformeln. Klar, ich gehe jetzt nicht auf jede einzelne ein, aber wir haben für normale Augen ohne Hornhautchirurgie, aber auch nach refraktiver Hornhautchirurgie, wenn es interessant wird, also sprich, wenn die Vorgeschichte unbekannt ist oder wenn der Patient zum Beispiel weiß, wie seine Brillen- und Hornhautwerte vorher waren. Viele Patienten haben ja schon Aufnahmen noch aus der Zeit vor der refraktiven Chirurgie oder wenn es um torische Intraokularlinsen geht, gibt es da auch zwei verschiedene Kalkulatoren, die hinterlegt sind. Das heißt, Sie können sich das Ganze auf dem Display individuell zusammenstellen, für das rechte und für das linke Auge auch getrennt. Sie sehen hier zum Beispiel unterschiedliche Linsen, alle mit der Heiges-Formel angezeigt. Und da können Sie dann entsprechend hier sich den Intraokularlinsenvorschlag anzeigen lassen, welcher möglichst nah an Ihrer Zielrefraktion liegt. Zusätzlich werden Ihnen noch die ganzen anderen Werte wie Winkel Kappa, Total Corneal Refractive Power, das heißt also der totale Hornhautbrechwert und der Wellenfront, in der 6 mm Zone noch angezeigt und Sie kennen das Ganze auch, sphärische Aberrationen haben wir hier auch noch mit drin
um wirklich die Parameter abzuklopfen, die Sie auf dem IOL-Master-Ausdruck gesehen, jetzt also auf diesem IOL-Kalkulator-Ausdruck, Entschuldigung, jetzt auch noch zu sehen bekommen, wenn es nochmal darum geht, multifokale Linse, torische Linse, asphärische Linse, können Sie daraus auch nochmal ersehen. Nicht so schön übersichtlich wie auf dem Katarakt-Preop-Display, sehen aber auch hier nochmal individuell dargestellt für die gleiche Linse mit unterschiedlichen Formeln, können Sie sich dann auch anzeigen lassen. Also das können Sie sich beliebig zusammenstellen lassen, wie Sie es gerne hätten. Für Sie auch wichtig, Sie arbeiten ja nicht alleine, sondern Sie arbeiten meistens auch im Team. Das heißt, man kann also für jeden Chirurgen sich individuell das so zusammenstellen, wie man das ganz gern hätte. Und die IOL-Datenbank, sagte ich schon, ist Teil der Software, die wird auch regelmäßig aktualisiert. Und das ist die Message, die wir alle immer gerne weitergeben, dass wir also auch nach den ersten 100, 150 Augen mal die ganzen Messwerte in den Kalkulator mit eingeben können. Das heißt also die Refraktionswerte postoperativ, um wirklich dann auch den chirurgischen indizierten Astigmatismus berechnen zu können und dadurch eine Intraokularlinsenkonstantenoptimierung auf den Operateur bezogen. Also als, wie gesagt, bis zu 25 Ärzte können sich sozusagen individuell ihre eigene A-Konstante für die Intraokularlinsenkalkulation ausrechnen lassen. Und das Ganze, wie gesagt, ist auch von Herrn Heiges für die Triple-IOL-Konstantenoptimierung abgesegnet. Das Ganze ist netzwerkfähig. Und das ist was, was in naher Zukunft kommen wird, dass Sie nämlich sozusagen das, was Sie mit der Pentacam gemessen haben, nämlich dann letztlich auch ins OP-Mikroskop, kleines bisschen Werbung für die Konkurrenz, die das ja dann auch umsetzt, also sprich die Verbindung vom Bild, was hier generiert wird, dann ins OP-Mikroskop eingespiegelt wird, dass Sie es dann in einem Okular sehen können, ist ganz hilfreich, wenn es dann um die Ausrichtung von Intraokularlinsen geht. Die letzten 5 Minuten von meinem Vortrag möchte ich noch dem widmen, was ich Ihnen am Anfang gesagt habe, weil das ist so die letzte Generation IOL-Master, der Urvater, der vor 20 Jahren auf den Markt kam, hat noch ein bisschen anders gemessen. Das ist mittlerweile jetzt ein verstecktes OCT der letzten Generation und hier die Pentacam AXL. Die beiden Geräte haben wir gegeneinander verglichen und möchte ich Ihnen in den nächsten Minuten noch erläutern, was wir da genau gemacht haben. Wir haben eine prospektive Studie an Phakenaugen, die zur Kataraktoperation sich bei unserer Universitätsaugenklinik Heidelberg vorgestellt haben, die haben wir gemessen. Ethikvotum liegt vor. Wir haben 3 konsekutive Messungen pro Auge an beiden Geräten. Das heißt also rechtes Auge 3-mal mit dem IOL-Master gemessen, 3-mal mit der Pentacam gemessen. Dann linkes Auge 3-mal mit dem IOL-Master gemessen, 3-mal mit der Pentacam gemessen. So. Wir haben die Augen vorher nicht berührt. Die Patienten durften blinzeln, aber wir haben denen keine Tropfen reingemacht. Wir haben nicht gemessen und das war auch sichergestellt, dass das so passiert ist. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, wir nehmen Messergebnisse. Qualitätsstandard Pentacam heißt okay. Das heißt also nur dann, wenn die intelligente Software von der Firma auch sagt, jawohl, alle Messwerte sind regulär erhoben, dann können sie verwertet werden. Und beim IOL-Master, das ist wichtig, das wird gerne ignoriert, offen und selber. Kein Ausrufezeichen hinter den Messparametern, weil das zeigt immer, dass die Software erkannt hat, da ist was und gibt dem Chirurgen nur den Hinweis drauf, schau nochmal in die Daten. Ehrlich, wer macht's? Die wenigsten, weil man denkt, auch schön ausgedruckt, sieht doch verlässlich aus, man verlässt sich drauf. Wir wollten es auch wirklich ganz sauber machen und haben uns mal verständigt auf die Messung der Achsenlänge, Krümmungsradien, Vorderkammertiefe, wir haben auch noch Weiß-zu-Weiß-Abstand gemessen und das kommt dabei raus. Das ist die erste Messung, die zweite Messung, dritte Messung. Obere Zeile IOL Master 700, untere Zeile Pentacam AXL. Von den 159 Augen, wo wir auswerten konnten, haben wir also auswertbare Daten beim IOL Master 700 bei der ersten Messung von 74,2% erhalten, bei der Pentacam von 81%. Das sieht hier auch bei den K1, K2 und bei der Vorderkammertiefenmessung so aus. Also die IOL-Master hat jeweils einen eigenen Algorithmus und wie gesagt, die Pentacam, deswegen steht hier nur ein Wert, macht ja nur eine Vorderabschnittsanalyse, macht ein 3D-Modell und spuckt uns dann die Messwerte aus. Zweite Messung, sehen Sie auch hier die Daten, 72% IOL-Master, 86% Pentacam, was die Achslänge angeht. Und hier unten bei der dritten Messung sehen Sie es genauso. Das heißt also hier nochmal zahlenmäßig aufgedröselt, 118 Augen wurden vom Gerät als zuverlässig erkannt. Und hier sind es 128 Augen bei den ersten Messungen. Schauen Sie sich die Mittelwerte an von der Achsenlänge. Liegen die relativ nah beisammen? Wir messen tendenziell hier einen kleinen Unterschied. Minimum und Maximum sehen Sie hier ein bisschen, eine größere Verteilung. Das liegt aber auch daran, dass hier 10 Augen mehr mit reingegangen sind und da haben offensichtlich auch größere Achslängen eine Rolle mitgespielt. Schauen wir uns den Koeffizient der Varianz an. Das heißt also die Differenz aus den Standardabweichungen
durch den Mittelwert liegen wir eigentlich sehr nah beisammen. Aber wie gesagt, wenn man alles mittelt, sieht es immer gut aus. Wir haben dann mal Differenzen gebildet und haben mal geguckt, wie sieht es denn aus. Differenz erste Messung zur dritten Messung, 0,08, erste zur zweiten und zweite zur dritten. Sie sehen also, hier ist immer ein kleiner Unterschied. Der ist hier auch bei der Pentacam zu finden, hier ein bisschen geringer. So, gehen wir noch mal ein bisschen weiter in den Gerätevergleich rein. Jetzt machen wir paarweise Vergleich. Das heißt, wir haben ja vorhin 118 Augen und 128 gehabt. Jetzt wollten wir auch wissen, welche Augen wurden von beiden Geräten bei allen drei Messungen gleich als richtig gemessen und als gleich richtig erkannt. Das sind nur 93 Augenpaare. Das heißt also, wir haben die Achslängen von 93 Augen, Vorderkammertiefe von 93 und Weiß-zu-Weiß-Abstand von hier 73 Augen gegeneinander verglichen. Das heißt also, das sind wirklich die ehrlichen Vergleichsdaten, wo wirklich also kein Ausrufezeichen und Quality Scale okay war. Und da kommen wir beim IOL Master, was die Achsenlänge angeht, 23,4. Sie sehen, die kommen noch näher zusammen. Und der Koeffizient der Varianz liegt auch sehr gut beisammen. Sie sehen eine kleine Streuung hier, was die unterschiedlichen Messwerte angeht, ähnlich wie gerade eben. Vorderkammertiefe liegen die Geräte auch sehr nah beisammen. Weiß-zu-Weiß-Abstand, da wird es jetzt interessant. Wer von Ihnen implantiert Phake Vorderkammerlinsen? Gut. Sie wissen alle, momentan können wir noch nicht den echten Weiß-zu-Weiß-Abstand intraokular messen. Wir haben keine Möglichkeit, das zu tun. Wir müssen es mit Bildgebungsverfahren machen oder wir müssen es im Prinzip ausrechnen. Das Einzige, was uns dabei hilft, ist der Weiß-zu-Weiß-Abstand. Das sieht im Mittel beim IOL Master bei 12,01 und bei der Pentacam bei 11,65 in Millimetern aus. Das kann durchaus sein, dass man sich hiervon, wenn man sich von diesen Werten leiten lässt, schon mal den Unterschied, das ist 0,3 Millimeter, 0,35. Das kann schon sein, dass man da eine unterschiedliche Größe von der zu implantierten Intraokularlinse auswählen würde. Das heißt also, hier würden Sie tendenziell vielleicht zu groß auswählen. Aber schauen Sie sich mal die Differenzen an, die hier doch teilweise bis zu einem Millimeter betragen. Bei der Pentacam ist es deutlich weniger. Das heißt also, hier haben Sie wesentlich weniger Streuung. Das sieht man dann auch hier am Koeffizient der Varianz sehr gut. Und wenn es um den Astigmatismus geht, auch da sind wir ehrlich und gucken uns die Daten an, sehen Sie auch hier schon, was die Varianz zwischen den einzelnen Messwerten angeht, doch schon einen deutlichen Unterschied. Aber wenn Sie jetzt mal schauen, das sind jetzt nur die Messungen von einem Astigmatismus größer als 0,75 Dioptrien. Das heißt also Patienten, bei denen man potenziell darüber nachdenken würde, eine torische Intraokularlinse zu implantieren, ja, da liegen Sie zwar hier im Mittelwert recht nah beisammen, aber hier beim Koeffizient der Varianz, also Standardabweichung durch den Mittelwert, sehen Sie hier, dass da doch deutliche Unterschiede sind. Und wenn Sie das noch hinzuziehen, dass die Achsenlage bei den Messungen sich auch noch von den Einzelmessungen teilweise deutlich unterscheidet, wird es sehr schwierig, wenn man daraus sozusagen Schuh machen will. Also unsere Empfehlung ist, das muss man auch klinisch dann letztlich sehen, wie sich das Ganze dann etabliert, was die torischen Intraokularlinsen angeht und in solchen Fällen grundsätzlich mit verschiedenen Messgeräten dann auch die Parameter erheben. Was wir aber sagen können über die 95 Augen bzw. 159 gemessenen Augen, dass wir mit beiden Geräten in über 70% alle Messparameter sicher erhoben bekommen haben bei den ersten Messungen, ersten, zweiten und dritten Messungen spontan. Alles ist reproduzierbar bei beiden Geräten, aber wir sehen statistisch signifikanten Unterschied bezüglich Achsenlänge und Vorderkammertiefe. Aber das ist klinisch wahrscheinlich nicht relevant. Das heißt, wir gehen davon aus, wenn wir die Refraktionswerte von diesen Patienten nach 3 bzw. 6 Monaten sehen, können wir Ihnen nächstes Jahr hoffentlich die Daten zeigen, um dann auch sozusagen sagen zu können, wo liegen wir mit unserer Intraokularlinsenkalkulation, in welchem Bereich der Abweichung. Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.